herzlich willkommen bei Renas Live. Heute habe ich eine Rossmann-Lidl-Ausbeute für euch. Und zwar waren mein Mann und ich einkaufen. Und dabei sind Sachen rausgesprungen, die man so einpacken sollte für den Kreissaal noch, sowie auch noch ein paar Unterlagen und Sachen für Baby. Und ich stehe auch wieder im Babyzimmer. Ich glaube, das ist hier im Moment mein liebster Ort. Das ist so mein Ruhepol im Moment noch. Fühle mich hier richtig wohl und ich hoffe, das geht unserem Sohnemann dann auch so. Ja, davon mal ganz abgesehen, fange ich einfach mal an. Und zwar mit den, ja, Lidl-Produkten, beziehungsweise wir haben auch ein Produkt hier vom Rewe. Und zwar ist das natives Olivenöl extra. Das werden wir einerseits zwar zum Kochen benutzen können, aber vor allen Dingen soll es sein für unser Sohn. Denn meine Hebamme hat mir empfohlen, mit Pads sowie Olivenöl ab und zu mal den Po zu reinigen. Oder was man auch mit Olivenöl vielleicht machen könnte, sind so Bauchmassagen oder Babymassagen, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und dafür soll das hier sein. Da werde ich mir dann irgendwann demnächst noch einen schönen Seifenspender kaufen. Dann kann man einfach oben drauf drücken, Pad unten drunter halten. Ist simpler als jedes Mal die Flasche. Und man hat nichts aus Glas unbedingt im Babyzimmer stehen, was kaputt gehen könnte. Dann haben wir bei Lidl weiter eingekauft. Und zwar geht es dann weiter für so die Kliniktasche oder Kreißsaaltasche. Das da ist jetzt so ein Knoppers quasi, nur von der Lidl-Eigenmarke. So eine Haselnussschnitte. Dann habe ich hier sowas wie Pick-up mit Milch und Schoko. Das heißt Take-It, ist auch von Lidl. Und ein Studentenfutter, einfach ganz klassisch. Dachte ich mir, entweder nehme ich es dann mit in die Klinik selbst, denn ich werde mich nicht am gleichen Tag entlassen. Das ist ja wie unser erstes Kind und einfach aus Sicherheit und in guten Händen sein. Dann war es das, glaube ich, schon mit Lidl-Produkten, die ich. Nein, ich habe noch eine Flasche Cola, aber die steht woanders. Die steht da hinten, ich habe sie vergessen zu holen. Aber die möchte ich mir auch mit in den Kreißsaal nehmen. Einfach entweder für meinen Mann oder halt eben spätestens dann, wenn der Kleine da ist. Einfach für den Zucker und so. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, dann waren wir in Rossmann und zwar hatten die im Angebot Pref. Da habe ich einen Gegenkalk- und Schmutzreiniger mitgenommen. Einfach Pref Power. Sonst nehme ich eigentlich meistens von der Hausmarke. Ist meistens genauso gut, aber war im Angebot und da dachten wir uns, komm, geht auch. Und dasselbe nochmal als XXL 1 Liter Pref Power WC-Kraftreiniger. Den hatte ich jetzt auch von Pref noch nie, aber ja, erfüllt wahrscheinlich genauso seinen Zweck. Dann habe ich bei Rossmann noch gekauft oder gemacht ein paar Bildchen. Einfach ja, als Erinnerung von der Schwangerschaft, vom positiven Schwangerschaftstest bis heute quasi so ein paar Bildchen und ein Bild sogar doppelt, das vielleicht schon hier an unserer Wand dann Platz finden wird. Wie ihr wisst, habe ich sogar schon leere Bilderrahmen aufgehängt, wo dann mal Bilder reinkommen sollen. So bin ich halt. Dann habe ich hier Wattepads, besonders weich für sanfte Reinigung, 100% Baumwolle. Und da sind 60 Stück drin, die möchte ich dann benutzen, um eben mit dem Olivenöl hier umgehen zu können. Die sind auch schön breit hier. Ja. Sind auch extra von der Babyabteilung. Ich wollte erst normale Abschminkwattepads nehmen, aber da habe ich das gesehen. Dann habe ich mir hier Einwegwickelunterlagen. Große Fläche für bequemes Wickeln, ideal für unterwegs, dampfweich und saugstark. 10 Stück sind da drin. Ich dachte mir vor allen Dingen dann, wenn es dann kurz vor der Geburt ist und jeden Tag vielleicht die Blase springen könnte und man dann entweder im Bett liegt, beziehungsweise auf der Couch sitzt oder so, dass man es nicht versaut, dass vielleicht ein bisschen was aufgesogen wird, was ich mir nicht vorstellen kann, denn es soll ja ganz schön viel da rauskommen. Aber prinzipiell dachte ich mir das deswegen. Aber natürlich, auch wenn meine Wickeltasche eine Wickelunterlage dabei hat, dachte ich, wenn man bei Freunden ist oder sowas, dann kann man sich eine einstecken oder so. Ja, wird auch definitiv benutzt. Dann habt ihr schon mal bei mir gesehen, dass ich diese Baby Dream für Mama Stilleinlagen schon einmal gekauft habe. Da sind aber 30 Stück drin und ich dachte, komm, egal, ich nehme jetzt einfach noch eine mit.
Denn ich bin ja, wie ihr wisst, bei diesem Glückskind, glaube ich, angemeldet. Oder Baby Dream, keine Ahnung. Also ich bin bei DM und auch bei Rossmann angemeldet. Und da gab es einen Coupon für und ich dachte mir, komm, löst du schon mal ein. Dann habe ich mir Windelbeutel mitgenommen. Diesen Tipp habe ich von einer Freundin bekommen, denn die riechen. Also ich habe mir für den Anfang jetzt keinen Windeleimer besorgt, einfach weil ich denke, das erste Bisse wirklich dann was Richtiges ist, wird wahrscheinlich hoffentlich noch erträglich sein. Ich meine, ich kann mich da jetzt auch täuschen und vielleicht dauert es nicht lange, sobald der Kleine dann da ist. Und wir kaufen wirklich einen Windeleimer, ich kann es euch nicht sagen. Aber ich dachte, als Alternativ nehme ich diese hier mal mit. Und zwar Windelbeutel mit frischem Duft, 100 Stück. Ich glaube für 1,45 oder so, da kann man echt nichts sagen. Und dann habe ich mir noch zwei Deos mitgenommen. Und zwar ein Deo Roll-On Wasserlilie. Wir haben die Empfehlung von meiner Hebamme bekommen, dass man erstmal neutralere Düfte, also ich finde den jetzt nicht so extrem, benutzen soll als Deo, einfach weil sich der Kleine ja auch an den Mama-Papa-Geruch gewöhnen soll. Und da habe ich mich dafür entschieden, es ist auch kein Sprühdeo, dass hier nicht die ganze Wohnung jedes Mal nach Deo riecht oder das Bad. Ja, sonst nehme ich immer Deo-Spray, aber so ist es halt, finde ich, angenehmer. Das war sogar schon die Ausbeute. Ja, lasst mich gerne wissen, was ihr empfehlen würdet, was ihr sagt, was jetzt von dem Einkauf vielleicht totaler Quatsch ist. Vielleicht sagt ihr auch die Wickelunterlagen. Also für den Grund braucht man die wahrscheinlich nicht oder wird sie nicht helfen. Lasst es mich gerne wissen. Ich freue mich über eure Kommentare und bis dann. Tschüss.